Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu unseren Epona-Quests. Hier wird es ein bisschen spannend, denn es geht um Chill und Mrs. X. Ja, und schon bin ich hier oben im Turm, im Observatorium. Die gute Frau ist gerade nicht mehr anwesend, aber ich soll ja mit den drei Leuten hier sprechen, mit den Jupiter, mit den Syntax und mit der Silencia. Ja, ich würde sagen, ich beginne mit Jupiter, weil wir den schon ein bisschen kennen. Und ich habe mich bei denen hier sehr gewundert, weil der gleichzeitig zu meiner Quest auch noch im Shopping Center steht. Ja, ist es ein Zwilling oder ja, was ist da los? Ich weiß es nicht. Okay, wir sprechen erst einmal mit dem guten Jupiter. Hallo nochmal, Frau X scheint dir wirklich zu vertrauen, Mandy. Ich habe noch nie jemanden so schnell im inneren Kreis von Chill aufsteigen sehen. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, ich kann mir nämlich keine bessere Person vorstellen, mit der ich lieber in den Kampf gegen die GED ziehen wollen würde. Hahaha. Ja, gut. Das war's schon, okay. Okay, wer bist du? Hallo, wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber ich bin Syntax. Ich hoffe, ich werde so ausgesprochen. Du scheinst sehr mutig zu sein, das ist sehr passend, da Mut nicht wirklich meine Stärke ist. Oh, da bist du ja genau der Richtige hier. Hä, aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Solange es nicht gefährlich wird, kannst du mir zu 100% vertrauen. Das klang jetzt ein wenig seltsam. Ich würde Chill niemals hintergehen. Nicht einmal, wenn Frau Drake drohen würde, mich stark zu zwicken. Okay. Alles klar, und wer bist du? Ich sag nix. Wenn Frau X dir vertraut, dann vertraue ich dir auch. Mehr muss nicht gesagt werden. Wie gesagt. Okay. Also die sagt wirklich nicht viel, aber sie hat so ein bisschen was von einer Pantomime. Oder Pantomime? Oh mein Gott, spreche ich das richtig aus? Ich weiß es nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich hoffe, Frau X steht nun dort oben. Ja, da steht sie auf der anderen Seite. Ich würde wirklich gerne wissen, wer Frau X ist. Frau X, wer bist du? Bestimmt ist es irgendjemand, den wir schon kennen. Könnte ich mit wetten. Ah ja, Frau Avalon. Jupiter Pacebloom, loyal, mutig und unfassbar stark, hat sein halbes Leben lang in der Wildnis gelebt, ist ein extrem fleißiger Speer und einer von Jovix besten Ringern. Mit ihm in der Gruppe könnt ihr euch sicher sein, dass kein GED-Wächter euch sofort erwischen wird. Silencia Takila, Verschleierungsexpertin, unschlagbare Siegerin in Verstecken und geschmeidiger als eine Bergkatze aus Katera. Sie spricht nicht viel, aber mit ihr in der Gruppe könnt ihr euch sicher sein, dass euch die GED-Wächter nicht sofort entdecken. Syntax Silverstream, Schilds Computerexperte. Es gibt kein System, in welches er sich nicht reinhacken kann. Keine Sperre, die er nicht aufheben könnte. Er macht vielleicht den Eindruck, ein Feigling zu sein, aber er hat das Herz eines Löwen. Er hat es nur noch nicht realisiert. Oh, wie lieb von ihr. So, jetzt hast du deine Gefährten gesehen. Ihr seid eine extrem effektive Gruppe, da euch alle gegenseitig sehr gut ergänzt. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ihr müsst sofort an die Arbeit. Ich habe von meinen alten Kollegen Informationen erhalten, dass er Aufzeichnungen zu GED-Hauptquartier in Jalaheim gefunden hat. Er ist übrigens auch derjenige, der sich für deinen guten Charakter verbirgt. Ansonsten hätte ich ein Treffen mit dir niemals zugesagt. Kannst du dir denken, von wem ich spreche? Klingt nach Hermann oder so. Ach, Günther! Okay. Günther, einer der weltbesten Geheimagenten. Der Vater von Gretchen müsste das sein. Ich will, dass du zu ihm reist und die Aufzeichnung für mich holst. Du bist viel schneller als jeder andere, den ich kenne. Mach dich auf den Weg und komm schnell zurück. Du musst alleine reisen, Deine Kollegen müssen sich um andere Aufgaben kümmern. Viel Glück. Okay. Sprich mit Günther im Häuschen außerhalb von Feargrove. Auf zum Sommerhäuschen! Ach, wie schön. Da waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr beim Sommerhäuschen. Das weckt Erinnerungen. Ja, dann werden wir mal gucken, wo Günther steckt. Und Gretchen auch nochmal Hallo sagen. Vorausgesetzt, Gretchen ist natürlich auch da. Das wäre super. So,
meine guten Kollegen, wir sehen uns später wieder. Wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Aber vielleicht geht das ja super schnell, wer weiß. So, auf geht's. Ich lasse mich dann auch direkt... Oh, nicht Hilfe. Einmal abholen. Denn da komme ich schneller nach Feargrove. Und Schnelligkeit ist doch meine Stärke, hat sie gesagt. Okay. Dann einmal schnell in den Pferdetransporter. Ich bin sicher, es sieht mich niemand. Ganz heimlich werden wir jetzt nach Feargrove reisen. So, wo haben wir es denn? Ich muss jetzt... Da ist es. Ich muss immer jetzt, seitdem die ganze Liste da ist, wo man überall hin kann, ständig immer suchen, wo ich hin muss. Das ist ja so unglaublich viel da geworden. Okay. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich auch das Sommerhaus finde. Übrigens, falls ihr noch nicht in Epona sein solltet, noch nicht dorthin könnt, ihr müsst auf jeden Fall das mit dem Sommerhaus erst gemacht haben. Dann könnt ihr erst nach Epona. So, Sommerhäuschen. Das war irgendwo hier so lang. In der Nähe vom Bären. Ja, der Bär ist da tatsächlich der Nachbar. Aber es ist ein schläfriger, schlafender Bär, wollte ich sagen. Direkt auch mal wieder versprochen. Wie sollte es auch anders sein? Mein Pferd springt nicht. Springfaul heute, mein Moondancer. Jetzt aber, komm. Ja, ich glaube aber, es liegt manchmal an meiner Tastatur einfach. Oder ich drücke im falschen Moment die Taste, wo er nicht springen kann. Geht das immer? Ich glaube nicht, dass es immer geht. Nee. Wäre ja auch ein bisschen komisch. So, war das hier jetzt lang? Ich muss erstmal gucken. Irgendwo so hier. Ja, da ist ja schon mal der Weg. Ich glaube, ich hätte auch wahrscheinlich da vorne rein gekonnt. Bin mir aber nicht so zu 100%ig sicher. Wie gesagt, ich bin ja relativ selten hier. Ich war, glaube ich, nur zur Quest einmal hier. Oder um mal den Fotobug zu machen. Den habe ich aber auch erst einmal gemacht hier. Ich finde den ein bisschen umständlich immer mit dem Bären. Was ist denn da oben? Das sah gerade so komisch aus. Ach, das ist nur der Baum. Huch! Ups, entschuldige, Moondancer. Ja, wir müssen ein bisschen... Na, stopp! Weil ich da oben hingeschaut habe. Was machen denn auch die ganzen Steine hier? Also wirklich. Wie laufe ich denn? Katastrophe heute. Jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. So. Hallo. Hallo, Herr Gunther. Ah, Underbart. Wie schön, wie dass wir uns wiedersehen. Wirklich gut, dass du dich mit Frau X zusammengetan hast, meine liebe Kollegin. Ah, das waren noch Zeiten, in denen sie und ich uns nach Fort Knox geschlichen und Schurken Silver Daumen zur Strecke gebracht haben. Wie auch immer, sie will Aufzeichnung vom GED-Hauptquartier in Jarlaheim? Ja, ganz genau. Ah, ich habe die Aufzeichnung beim Aufräumen unserer Hütte vom Vorbesitzer gefunden. Die Aufzeichnungen befanden sich auf einem USB-Stick, versteckt unter einem Brett im Boden. Er ist verschlüsselt und ich bin nicht wirklich auf den aktuellsten Stand der Entschlüsselungstechnologien. Ich kann dir also leider nicht helfen. Ich bin hier im Urlaub, um Urlaub zu machen, wie du weißt. Immer noch vor allem. Wie du auf die Daten des USB-Sticks zugreifen kannst, das weiß ich leider nicht, Mandy. Kennst du jemanden, der dir helfen kann? Ja, natürlich. Syntax, wenn er so heißt. Syntax? Ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist gut, sehr gut. Wahrscheinlich der Beste in ganz Jorvik. Wahrscheinlich könnte er es in etwa 3 Monaten schaffen. Du brauchst die Aufzeichnung jetzt? Oh je, das ist nicht gut. Tut mir leid, Mandy. Warte, mir kommt eine Idee. Gretchen geht momentan zur Fernschule und scheint ein Thema für ein Projekt zu suchen. Sie hängt etwas mit Spionage Mathematik B hinterher, aber ihr Lehrer sagte ihr, dass sie, wenn sie etwas Eigeninitiative zeigen würde, eine bessere Note kriegen könnte. Sie liebt Verschlüsselungen und Kodieren. Es wäre also optimal für sie. Der USB-Stick. Hm, er sollte in der Kiste mit all den anderen Kram sein, den wir ausgemistet haben. Schau mal, ob du ihn dort finden kannst und dann komm zu mir zurück. Okay, wo denn? Warum hast du den denn nicht gleich irgendwo hier, sondern hast ihn irgendwo in irgendeiner Kiste hier? Im Haus sogar? Oh, ich glaube sogar im Haus. Okay, yay, wir können ins Haus. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt da oben dann irgendwo. Da vertue ich mich doch sicherlich wieder. Oder? Warte mal. Ich steige erstmal ab und guck erstmal. Guck mal, die Fiona macht auch jetzt hier die Epona-Quest.
Kann ich ins Haus? Nicht, kann ich ins Haus. Mensch, Gretchen, helf mir doch mal suchen. Ja, dann ist es wahrscheinlich oben. Warum tun die ganz oben da irgendwo eine Kiste hin? Wie kann man so etwas machen? Übrigens fliegt bei mir gerade ein Flugzeug. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Ich sehe gerade an meiner Tonspur, dass man es schon ein bisschen rauschen hört. Tut mir leid. So, Kiste. Kiste, Kiste. Wahrscheinlich da oben. Na, supi. Oh, da ist jemand runtergefallen. Zumindest sah es so aus. Ja, ist sie. Die Carla. Ja, das ist wahrscheinlich hier dann drin. Na gut, dann steigen wir mal ab und durchsuchen die unheimliche Scheune. Okay, da ist es doch schon. Lass mich durch. Einmal durchsuchen, aber ich sehe keine Kiste hier. Aber ich habe den USB-Stick gefunden. Na gut, so geht's auch. So, nicht streicheln, sondern einmal aufsteigen. Dankeschön. Und schnell zurück. Diana. Tut mir leid, Jana. Bei der Aufnahme geht's immer schlecht mit einer Gruppe. Kann ich hier so runterschlittern? Das wäre ganz zauberhaft. Ja, funktioniert sogar. Ein bisschen weit, aber es funktioniert zumindest so halbwegs. So. Okay. Wieso steige ich denn eigentlich ab? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, gute Arbeit. Der Stick mit den Aufzeichnungen. Ein wenig staubig. Er wird wahrscheinlich funktionieren. Seite mit dem USB-Stick zu Gretchen. Er ist ein perfektes Schulobjekt für sie. Vor allem eine Seite zu Gretchen, die steht da vorne. Okay, Gretchen. Hi. Guten Tag. Du siehst immer noch so aus wie sonst. Hey Mandy, ich mache gerade Hausaufgaben. Super langweilig. Wir sind momentan beim Überleben ohne Ausrüstung in der Arktis für Fortgeschrittene. Das ist was für Kleinkinder. Du hast einen verschlüsselten USB-Stick und Papa hat gesagt, dass das ein gutes Schulobjekt für mich sein könnte. Ah, entschlüsseln ist langweilig. Keine wirkliche Herausforderung. Aber okay, gut. Wir sind ja Freunde, also helfe ich dir. Zeig mir den USB-Stick doch mal. Danke. Ich stecke ihn in den Computer und schaue, womit ich es zu tun habe. Wow, das ist ja mit den neuesten Methoden verschlüsselt worden. RSA 2049. Cool. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, aber ich kann es knacken. Das wird ein Spaß. Ich brauche aber dafür Energie. Besorge mir etwas Jor-Cola für mich. Jetzt wird entschlüsselt. Okay, Jor-Cola. Wo kriege ich die denn her? Ach, irgendwo hier. Jor-Cola? Jor-Cola! Hole Jor-Cola! Okay, bleib mal locker. Hast du Jor-Cola? Wo gibt es denn diese blöde Jor-Cola? Hä, habe ich die schon im Inventar? Nee, natürlich nicht. Jor-Cola? Finde. Ah. Sag nicht, die liegt hier irgendwo rum. Oh Gott, wo kriege ich denn diese Cola her? Hm, vielleicht irgendwo hier so. Da ist doch ein Kühlschrank hinten. Bestimmt im Kühlschrank auf der hinteren Seite. Jawohl. Warum habt ihr den nicht im Haus? Doch, ganz viel Jor-Cola. Nur eine? Wir hätten hier ja gleich zwei mitbringen können. Doppelt hält besser. Ja, ich muss dann bestimmt nochmal Jor-Cola besorgen. Bitte einmal, genau, dankeschön. Einmal stehen, damit ich absteigen kann. Ich hätte wahrscheinlich zu ihr auch hochreiten können. Benutze Jor-Cola. Hab ich doch gesagt, sie braucht mehr Jor-Cola. Als ob ich das geahnt hätte. Okay, noch einmal Cola, bitte. Gretchen, weißt du, dass Cola sehr, sehr ungesund ist? Mal eine ist okay. Aber jeden Tag und dann gleich so viel, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, bitteschön. Oh, Satteldecke wollte ich hier andrehen. Du brauchst noch mehr Jor-Cola? Sag das doch gleich. Warum nehme ich nicht gleich mehr mit? Das wäre viel schöner. Und warum habe ich nur noch zwei Plätze frei bei mir hier? Guck mal, ich habe hier noch einen Milchshake. Der ist doch bestimmt viel schöner als so eine Cola. Ja, jetzt habe ich aber alle. Jetzt ist die Jor-Cola leider leer. Tja, was machen wir denn da? Ich hoffe, es ist jetzt entschlüsselt. Sonst muss ich nochmal in den Supermarkt und Jor-Cola kaufen. Ah. Das war zu einfach, aber ganz cool eigentlich.
Okay, ich schreibe einen ausführlichen Bericht darüber und reiche es in der Schule ein. Hier ist der USB-Stick, entschlüsselt und zur Benutzung bereit. Bis dann! Verabschiede dich von meinem Papa, ansonsten vergisst er vielleicht, die Sensoren vom Minenfeld auszustellen. Tschüss! Okay. Oh je, Minenfeld. Gesichtchen hat es geschafft, den USB-Stick zu entschlüsseln. Gut, jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass sie den Bericht auch schreibt und nicht Jorvik sucht den Superstar guckt. Hier ist der USB-Stick, Mandy. Entschlüsselt und startklar. Hoffentlich helfen die Aufzeichnungen dir und Frau X im Kampf gegen die GED weiter. Grüß Frau X und Helga ganz lieb von mir, wenn du sie siehst. Hey da, Mandy. Alles klar. Hey da. Hey ja. Hey ho. Oh. Okay. Ich würde aber sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und dann bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.